Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Overcocked 2. Wir sind wieder am Thronsaal. Das heißt, der Gorilla und meine Wenigkeit müssen jetzt wieder dem Zwiebelkönig zuhören. Mal gucken, was der alte Mann zu sagen hat. So, wir haben es geschafft. Ich wusste, das war hart. Ich musste tief graben. Ich musste... Puff! Na, der Kevin kommt da mit den Einsätzen immer noch nicht so ganz klar. Sie haben nicht all die harte Arbeit gemacht. Ich musste diese Flagge halten. Das ist sehr anstrengend. Ihr konntet schön ein bisschen kochen in Ruhe, aber ich muss hier eine Flagge halten. Aber ich war mir sicher, dass wir triumphieren würden. So sicher, dass ich den Rat angerufen habe, während ihr unsere Erfolgsrezepte zubereitet habt. Puff! Also, jetzt hört mir mal zu, ihr beiden. Puff! Nicht schätze. Solche Ansprachen machen mich ganz... Wuff! Oh, schon gut. Nee, lass... sie lassen es uns nicht nach Hause zurück. Hm. Wuff! Denn die Kekslotsen sind was für Kinder. Naja, tja. Hm. Aber seht, sie haben mir die exklusivste Auszeichnung verliehen, das Frittenfreundenabzeichen. Frittenfreunde, Frittenwerke ist doch zu. Denn ich habe ja wirklich so wundervolle und überaus kooperative Freunde. Also jetzt nicht ihr beiden Düssels, aber ich kenne da noch jemanden. Kekslotsen sind immer auf der Suche nach Abenteuer. Und davon gibt es hier mehr als genug, meine Kochgönner. Wuff! So muss das klingen. Und welcher meiner fabelhaften Freunde reißt sich jetzt darum, mich zurück ins Tal zu tragen? Weil Spindel und Zwiebel, ich kann das nicht selber machen. Kevin! Ja, okay, wenn es sein muss, mache ich's. Oder die Schildkröte. Irgendjemand. Verdammt, Driss, jetzt muss ich schon selber laufen. Oh, eine Kacke. Der Arme, ne? Mann. Ah, der Zwiebelkönig, der macht mich fertig. Ja, was machen wir jetzt hier? Ich stöhne ein bisschen. Ja, das kannst du. Hm. Machst du unter mir ja auch immer. Laut und deutlich. Zeit für eine neue Herausforderung. Es gibt einen vierten Stern zu sammeln, aber das wird nicht leicht. Sind wir schon wieder durch? Hm. Ja, okay, es wäre der erste. Es ist ja nur ein DLC gewesen, ne? Ja. Wir haben ja noch mehrere DLCs. Aber hier hatten wir zum Beispiel. Nein. Ja, ich habe jetzt auch schon gedacht, jetzt dreht er ganz durch. Ja. Hm. Wollen wir den vierten Stern sammeln? Nö, ne, oder? Oder doch? Nein? Nö. Nö, nicht wirklich, ne? Haben wir es bei dem anderen gemacht? Ich weiß es nicht. Also, wir müssen es ja versucht. Nicht übertreiben. Ja, dann müssen wir hier raus, ne? Wie geht denn das? Ja, aus der Welt genau raus und dann in die nächste rein fluppen. Wie geht denn das jetzt wieder? Wie komme ich denn hier wieder? Einfach zurück auf den Desktop. Ach, am Desktop. Oh, genau, auf den Desktop zurück. So, dann Extras. Jetzt muss ich mal gucken. Too many cocks. Surf and Turf ist Store. Nee. Saison-Update, neues Spiel. Ja, dann nehmen wir das doch, ne? Oder? Ja. Oder sollen wir erstmal Campfire nehmen? Oder All at the Sea? Nee, Campfire haben wir gerade gemacht. Köche ansehen. Hier. So. Ja, genau. Versuchen wir es mal. Ich habe ja keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es wird bestimmt wieder brisant. Ja. Alles machbar. Oh. Freunde, so ein Glück, dass wir uns treffen. Ich bin wieder zurück hier in meinem schönen Schloss. Wie ich hierher komme, wollte wissen. Hat der Rat meine vergangenen Fehltritte vergeben und vergessen? Haben sie nach meiner vielen edlen Versuchen, unser Exil zu beenden, endlich ein Einsehen gehabt? Nee. Ich habe mich durch die Hundeklappe eingeschlichen. Und du bist durch die Vordertür gekommen. Ja, schlauer Hund. Warum habe ich dich eigentlich Kevin genannt? Aber liebe Köche, ihr werdet nicht glauben, was wir vorgefunden haben. Chaos, das reinste Chaos. Wie es scheint, wurde in unserer Abwesenheit ein Praktikantenpastinak herangezogen, um die Verwaltung zu übernehmen. Und du weißt selber, von Pastinaken kriege ich immer Zwiebelhaut.
Wuff! Ich weiß. Und während diese Pastinake das Necronomicon archiviert hat, hat sie jede Seite fotografiert und sich versehentlich bei einem populären sozialen Netzwerk angemeldet. Kurz gesagt, haben es im ganzen Zwiebelreich unsere unerfahrene Köche sozusagen zu Hause nachgebacken. Oh, man kann sich vorstellen, was das für eine Scheiße bedeutet. Die können da alle nichts hier. Und jetzt ist eine hungrige Horde von Ex-Lebensmitteln am Weg zu uns. Oh, sowas wie die Unbrot, nur in noch schärfer, mit Zwiebelhaut und sowas. Was soll das heißen, verstehst du nicht? Das ist unsere Chance, uns zu beweisen. Also, ihr beweist, ich hab den Ruhm. Meine gefeierten Köche, nur unglaubliche Höhenflüge der Kooperation können den Tag noch retten. Und meinen Ruf, und der ist wichtig. Wichtiger als ein Tag. Wenn wir diese schreckliche Horde schlagen können, muss der Rat uns einfach zurückkommen lassen. Dann sind wir wieder zu Hause. Wuff! Also, meine mutigen Köche, fasst euch ein Herz und schärft eure Fähigkeiten, bevor die Horde unsere Mauern erreicht. Los, los! Auf an die Front! Komm mit, Schildklöte, ich mach dir lecker Suppe. Komm, Schildklötenjuppe, komm mit. Au! Coming home, I'm coming home. Na, das kann ja was werden. Ach, du heiliger Bimbam. Was eine Welt. Hui. Mir gefällt mir. Die ist auch wieder sehr schön geworden. Boing, boing. Kennst du noch die Unbroten? Die Unbroten, ja, die konnte man umboten, die Unbroten. So, dann wollen wir nochmal gucken, was das Level so für uns zu sagen. Ach, du Kacke. Ich sehe schon wieder 4 Mahlzeiten um Knopf. Also. Legt ganze Zutaten auf die Guillotine und drückt den Knopf, um sie zu hacken. Kombiniert gehackte Zutaten. Wo sind die Guillotine? Da oben. Ich brauche Zwiebeln. Kommt alles zu dritt darunter? Ja. Hack mal, drück mal auf den Knopf. Mach ich. Warte. Ich lieg erstmal drunter. Drück mal auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Warum hast du das jetzt woanders drunter? Achso. So, das erste, was du brauchst, ist hier Zwiebel. Schmeiß mal in den Topf. Oder stell doch einen Topf gleich in die Mitte, dann kann ich es reinreichen. Was haben wir denn da jetzt drin? Da, das und? Was noch? Was fehlt denn noch? Eine Kartoffel. Das ist die hier. Hier, dann schmeiß mal um den Topf. Und du gibst mir immer das, was wir brauchen. So, kannst du den nächsten Topf jetzt packen? So, leg mir schon mal eine Zutat da. Ich leg dir mal einfach alles dahin, bis hier wieder das nächste. Oh, guck mal, da können wir schon das erste vertickern. Ja, komm, leg weiter Zutat. Alter, mach mir ja bitte keinen Stress. Ich hau drauf. Dann kannst du mich schon das nächste Gericht da reinlegen. Ist das alles? Oder was muss denn da rein? Lauch und jetzt noch eine Zwiebel. So. Genau, spül mal, du Luder. Er spült nicht. Bleib doch mal, spül doch mal, du Kackarsch. So und so. Da muss mir ja, wenn du alles so hinlegst, muss mir natürlich sagen, was da drauf muss, ne? Ja. Du kannst auch einen Knopf hauen. Mach mal noch die Möhre drunter. Alter, warum ist denn jetzt die. Die liegt da nicht. Die oben links, wie heißt das? Zwiebel liegt da nicht. Die liegt nicht drauf. Der hat was muss denn da jetzt rein? Ja, der zerschneidet die Zwiebel nicht. Ich weiß nicht was warum. Was muss denn da jetzt rein? Top. Gib mir noch mal einen Topf. Gib mir doch mal einen Topf. Jetzt zurück auf den Knopf. Alter, ich hau dir gleich auf die Schnauze, Alter. Warum? Hier. Da. Das haben wir mal. Einen Lauch brauchen wir. Zwiebel haben wir. Das. Noch ein Lauch. Noch mal eine Zwiebel. Und noch mal das. Sehr gut machst du das. Ja. So. Ja, hier stelle ich keinen Topf. So, das nächste ist immer das gleiche.
Er ist nicht fertig, der hackt nicht. Der zerhackt nicht. Hack mal, hack mal. Hier. So, als nächstes eine Möhre, eine Kartoffel, eine Zwiebel, eine Kartoffel, eine Möhre. Da sind zwei Gerichte zum Rausfahren, bitte. Hack mal. Im Zweifel. Ja. Brauchen wir nochmal eine Möhre. Der kann irgendwie nicht alles. Der kann alles nicht alles gleichzeitig hacken. Ich weiß nicht warum. Noch eine Kartoffel bitte. So. Hier ist er. Ach, den leg mal hin. Was hat der denn? Die schaffen wir noch, die beiden. Die beiden schaffen wir noch. Mehr schaffen wir eh nicht. Und wenn, dann machen wir das Level nochmal. Ist egal. Ja gut, wenn wir wissen, dass es dann nicht alles hackt, dann machen wir nur 4 oder 3 oder jedes Gericht einzeln oder so. Aber du musst die Töpfe echt immer sofort in die Mitte legen, dann kann ich da... Ja, das war eine gute Idee. Ja, ja. Alle drei gleichzeitig einfach dahin packen und dann hat man auch erstmal, genau, was da liegt. Ist dann einfacher, weißt du? Und dann sag immer an, was rein muss, weil dann muss ich da oben nicht noch suchen und wühlen. Doch. Was, das musst du auch mal können. Okay. Ja, ich kann nicht... alles hinlegen, dann sagen, wo du was reintun sollst. Nee. Ja, aber du, das ist für dich, da musst du ja nur noch machen. Du musst ja dann nur noch machen. Ja, das ist der Sinn und Zweck, dass einer wenigstens was tut. Mhm. Unglaublich. Weißt du, er guckt da oben und kann mal eben eine Ansage machen, weißt du? Unglaublich, dieser Junge. Sollen wir nochmal versuchen? Ja, wir oder? Haben ja keine 3 Sterne, also bitte. Also im 1-1 müssten wir das auf jeden Fall haben. Also das mache ich nicht mit, so was. Nee, so, bin ich nicht mit einverstanden. Jetzt gib dir bitte mal ein bisschen Mühe. Nur ein bisschen, weißt du? Einmal. Aber sowas Profis. Von. Aber wir haben jetzt wieder eine gute Aufteilung. Das Erste. Im Ersten will ich gar keinen Stress. Da will ich nicht, dass du mich nervst mit Stress. Da wird einfach nur ganz easy peasy. Gorilla, das ist ein Stressspiel. Du musst dich mal ein bisschen bemühen. So, als Erstes kommt die Kartoffel. Dann kommt die Zwiebel. Und Möhre. Dann kommt die Möhre. Dann hacken. Wieder eine Kartoffel, hacken. Wieder eine Zwiebel. Und jetzt wird gehackt, sobald die drunter liegt. Du kannst das Erste hier in diesen Topf legen. Und einen Lauch irgendwo hinlegen. Zweiter Topf. So, zweiter Topf. Ja, genau. Und dritter Topf. So, Topf kann auf den Ofen. Topf kann auf den Ofen. Und dann... hacken. Kann der ganze Spaß wieder irgendwo rein. Ich hacke. Zack. Kannst du wieder in den Topf legen. Supi, noch eine Zwiebel. Genau. Hier verticker mal gleich. So. Brauchen noch Lauch. Eine Möhre. Und noch eine Kartoffel. Lauch. Und einen Lauch. Mach die bereit zum Hacken. Mache ich und klack. Bitte Kartoffel da drauf. Genau. Supi. Supi. Zwiebel? Und dann eine Zwiebel. Hacken. Weil die da drauf liegt. So. Ich pack das drauf. So, dann mal das. Als Nächstes dann noch wieder das. Ich hacken. Hacke. Und nächstes wieder ein Topf. So, kannst du noch eine Dings drauflegen. Und eine Zwiebel. Und die Dings kannst du auch drauflegen, die Kartoffel, genau. Hacken. Ich hacke. Lauch. Sehr gut. Lauch kommt. Hacken. Ja. Ich hacke. Kannst du reinlegen. Ofen. Genau. Ich brauche nochmal einen Teller. Sehr gut.
Das und das. Aber wir brauchen nochmal einen Lauch. Wir brauchen noch einen Lauch. Und nochmal. Hier ist ein Teller. Ja. Ich brauche einen Topf. Topf kommt. Gut, dass du es sagst. Gehacken. Gehackt. Zum Stücken. Noch einen Lauch haben wir. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel. Nimm den Topf. Ja. Hacken. Hacke, leg den Topf hin. Möhre haben wir noch. Ja. Hacken. Ich hacke sofort. Zack, zack. Topf. Topf kommt. Sehr gut, dass du es sagst. So, alles da bitte rein, damit wir das Gericht auch noch rauskriegen. Topf ist fertig. Kannst verkaufen. So, und dann kommt hier noch eine Möhre. Komm, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Nur noch das Hacken. Nur noch das Hacken, was wir jetzt hier zu hacken haben. Hacken, Topf. Topf, Mitte. Topf kommt, da ist er. So, wenn wir den jetzt noch rauskriegen, dann haben wir, wir haben es, glaube ich, jetzt sogar schon geschafft. Wenn wir den noch rauskriegen, haben wir es auf jeden Fall geschafft. Boah. Wenn man hier nicht auf das Holz auch noch achten muss, ne? Ja, in dem Level Gott sei Dank nicht. Ja. Also, wir haben es geschafft. Weiß ich nicht. Jetzt ist es eh zu spät. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich nicht geschafft habe. Gehackt! Und wieder schön die roten Nase. 840. Oh ja, wir haben es geschafft. Ja. Ich hatte kurz Angst, dass da irgendwas mit 900 stand. Nein. Ach, wir sind doch, also wir sind doch Profis. Genau, ich gehe jetzt pinkeln. Wie soll ich ja, das mal so das sagen? Ich lege mal das Ding ja aus der Hand. Geht. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses leicht stressige Level gefallen. Ich finde das immer so schön, wie aggressiv der Gorilla wird, wenn man ihn mal unter Stress setzt. Das muss ich jetzt öfters machen. Das ist gut. Ich wünsche, oder wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Overcooked 2. Macht es gut bis dahin und wir töten die Unbroten. Bis dahin, tschüss.